Es war immer klar, dass man bis zum 15. Juni wartet bezüglich der amerikanischen Hardcore-Serie. Und es wurde dann schon, also vor zwei Wochen, auch klar, auch mir klar, dass wir davon ausgehen, dass die US Open stattfinden werden. Das ist enorm wichtig, weil 99% der Tennisspieler und Spielerinnen brauchen das Preisgeld von der nächsten Woche. Und das gilt nicht für Federer und Djokovic und Nadal und noch für einige Damen nicht, aber der Rest der Spieler sind gerade arbeitslos. Ich habe viele Anrufe bekommen und also fürchterliche Telefonate führen müssen, also mit Spielern, die sagen, was soll ich machen? Muss ich einen anderen Job suchen? Muss ich wieder auf die Schule gehen? Oder das war wirklich besorgniserregend. Die meisten Tennisspieler brauchen ihr Preisgeld, die haben keine hohen Werbeverträge, die haben keine Absicherung und das ist das Risiko, Tennisspieler zu werden. Das wissen alle, wenn sie sich einlassen. Nur keiner hat voraussehen können, dass es mal zu einer Epidemie kommt, wo man eben monatelang seinen Beruf nicht ausüben kann. Es ist was ganz anderes, wenn man ein Trainingsspiel macht oder auf den Center Court vor 20.000 Zuschauern. Das hat einem und anderen nichts zu tun. Also würde ich nach meinen Trainingsmatchen gemessen, hätte ich wahrscheinlich die ersten 100 nicht geschafft. Aber ich habe mich auch am Center Court immer sehr wohl gefühlt. Und so geht es den aktuellen Siegern. Und sie haben recht, dass sich da die bekannten Namen, glaube ich, deutlich schwerer tun, in dieser Situation einfach ihre gewohnten Siege einzufahren, weil einfach der Gegner hat weniger Druck. Es ist fast wie ein Trainingsspiel. Und es können Hunderte von Spielern unglaublich gut Tennis spielen, wenn keiner hinschaut.